Auf der Burg Hohenzollern endet am 9. Januar der königliche Winterzauber. Danach wird die Burg ganze 14 Wochen geschlossen bleiben. Grund für die Schließung bis Ostern ist eine Baustelle, die den Burgeingang blockieren wird. Neben dem Burgtor soll nämlich ein Aufzug entstehen. Deshalb muss vor dem Adlertor eine Plattform als Basis gebaut werden. Die Auffahrtsanlage der Burg wird in den kommenden Jahren ebenfalls saniert. Deshalb wird es künftig keinen Weihnachtsmarkt auf der Burg geben. Stattdessen bleibt das Winterzauberkonzept. Und das sorgt ja auch für genug Weihnachtsstimmung.